Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4, der Danish Spitas. Wir befinden uns hier in München Hauptbahnhof und haben die Aufgabe, diesen ICE nach Augsburg zu fahren. Wir haben einen Güterzug vor uns, der uns wahrscheinlich immer wieder mal einbremsen wird. Ich würde sagen, wir steigen ein hier in unseren Arbeitsplatz, sehen, dass der Münchner Hauptbahnhof wunderschön ist, dass hier noch im Moment ziemlich wenig los ist, das wird sich aber mit Sicherheit ändern. Dort steht ein RE und ja, wir haben, wie gesagt, die Aufgabe jetzt hier, den Zug aufzurüsten und einzusteigen. Das werden wir tun. Wir wenden dafür den Fotomodus, setzen uns in unseren Zug rein und müssen uns erst mal den Richtungsschalter nach vorne legen. Das Ganze auf vorwärts machen, dann können wir die Türen entriegeln. Das machen wir auch sofort. Das machen wir so. Hier für Regelung machen wir auf links offen. Das haben wir getan. Dann können wir die Spitzensignale so lassen, können die AFB einstellen und die Zugsicherungssysteme. Das machen wir hier. Zack, zack, zack und zack. So, das haben wir soweit. Dann können wir die auf 40 stellen. Das machen wir auch. Ups, so, das haben wir. Wunderbar, dann würde ich sagen, sind wir abfahrbereit hier in München. Und haben wie gesagt die Aufgabe, diesen ICE nach Augsburg zu fahren. Können noch ein kleines Foto machen. Zack. Dann sollen wir die Türen verriegeln. Auch das tun wir natürlich. Zack. So, die Türen sind verriegelt, dann können wir ausfahren, lösen die Bremse und dann geht's auch schon los. Fahrmotorlüfter ein und auf geht's. Oh, dann wird unser Zug eine kleine Delle da. Was ist das denn? Ist der kaputt? Sieht fast so aus. Unser Zug ist beschädigt. Das gibt's ja gar nicht. Ja, ist gut jetzt. So, nach wie vor 40. Erster Halt, München-Pasing. Wunderschön, wunderschön. So, dann steigen wir mal ein, würde ich sagen. Und wie gesagt, nach wie vor 40, das wird sich auch gleich geben. Kleinen Gleiswechsel. Aber unser Zug ist beschädigt. Ganz klar, also der hat irgendeinen Schaden hier.
So, dann machen wir auf jeden Fall mal ein Foto zum Beweis. So, schalten wir mal auf. So, wir haben heute München Parsing mit Augsburg. ICE 708 fahren wir nach Augsburg. Wunderschön, wunderschön. So, gleich 60. Das war zu viel. Das war zu viel gebremst. Das war zu viel gebremst. Deswegen sind wir stehen geblieben. Oh ja, ist halt so. Kleiner Betriebsfehler. Und die gleiche Parsing. Warum denn? Warum? Transsensor.
Mann, 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 Mann. Was ist denn los? Komm. Kann doch nicht wahr sein. Was ist denn los heute? So, kommen wir endlich in Parsing an. Meine Güte, heute habe ich's. Was ist denn los? Hammer, der Fehler drin ist, dann ist er drin. So, ich hoffe, die Fahrt nach Augsburg wird jetzt entspannter, weil das war schon echt keine Ahnung, was da los war. So, nächste Station, Augsburg. So, 60. Natürlich drücken wir die SIFA, ist ja klar.
Ich will dir nichts sagen. Was möchtest du? Ich will dir nichts sagen. Ich such nur was. So, weiter geht's. Hatte eine kleine Unterbrechung. Während wir da unten hinten verschwinden. So. 140. Fahren wir jetzt 47 Kilometer nach Augsburg mit unserer Baureihe 401. Wunderschön, wunderschön. Da dürfen wir auch gleich schon 200. Sehr, sehr nice. Aber da müssten wir eigentlich gleich auch in die LZB aufgenommen werden. Weil ab über 160 ist eigentlich die LZB dann zuständig. Das macht die PZB nicht mit. Also bin ich mal gespannt. Ja, sage ich doch. Da ist die LZB. Wunderbar. Dann beginnt jetzt der entspannte Teil des Szenarios. Schön mit 200 Richtung Augsburg. Wunderschönes Fahren, wunderschön. Vor allem mit dem ICE hier auf der Strecke München-Augsburg ist natürlich auch wieder was anderes. Der ist ja normalerweise im regulären Fahrplanmodus gar nicht auswählbar für diese Strecke, aber im Creators Club ist da sowas möglich.
Das macht die ganze Sache umso schöner, finde ich. Dass man das hier so machen kann. Über 230, geil, absolut genial. Ich freue mich wirklich auf die neuen DLCs, die so angekündigt sind. BR 218, BR 111, Strecke Salzburg-Rosenheim. Also das sind wirklich so Sachen, da freue ich mich wirklich tierisch drauf. Bin gespannt, wann das Ganze soweit ist. Und ja, da wird es natürlich auch wieder jede Menge Szenarien davon geben, Videos davon geben. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wann das Ganze allerdings veröffentlicht werden soll, habe ich leider überhaupt noch keine Idee. So, dann fahren wir jetzt schon, ja, wir fahren 228. Genial. So, dann sind es jetzt noch 30 Kilometer bis Augsburg, wenn man uns hier die Landschaft vorbeipasst, vorbeifliegt. 401-09-6 ist unser Zug heute, Fahrzeug. Da ist der Maschinenraum. Jetzt habe ich noch ein Problem, ich kriege die Tür nicht mehr zu. Haha! Das ist nämlich der Nachteil jetzt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich aufstehe. Lass mir das mal lieber. Das ist nämlich das Doofe, dass man die vom Sitz aus nicht mehr zukriegt. Das hätten sie anders lösen müssen, finde ich. Das ist das Doofe. Ja, setz dich doch hin, Herrgott!
es gab eine kleine Sichtverzwangsbremsung. Also das passiert, wenn man aufsteht, dann gibt es eine Sichtverzwangsbremsung mehr nicht. Das kann man eigentlich noch vertreten. Aber das mit der offenen Tür, das ging mir dermaßen auf die Nerven. Ich wusste auch nicht, dass man die vom Sitz nicht mehr zumachen kann. Also das hätten sie anders lösen müssen, finde ich. Aber das ist echt nur meine Meinung. Aber ja, man muss das alles mal ausprobieren, um zu sehen, was da passiert. Weil wenn man es nicht ausprobiert, dann weiß man auch nicht, was passiert. Im Prinzip ist ja nichts gewesen, außer jetzt diese kleine Sichtverzwanse. Damit kann man eigentlich noch leben. Wunderschöne Aussicht, ich muss mal wirklich sagen. Ah, 150, da kommen wir auch schon wohl näher. Ja, 16 Kilometer noch. So zu fahren finde ich am schönsten, ohne HUD, ohne irgendwas Eingeblendetes, also einfach pures Zugfahren, das ist wirklich, genau so muss das sein. Und das LCP-Fahren natürlich bietet sich ja geradezu an, dann so zu fahren. SIFA sieht man ja, wenn die SIFA aufleuchtet oder spätestens, wenn sie spricht. Und dann kann man ja dementsprechend handeln. Alles andere braucht man nicht, wie gesagt, WTB ist ja aus. Gehebelt, sag ich mal, von der LZB und ja, da kann man dann wunderschöne Fahrten machen. Finde ich es am schönsten, muss ich ehrlich sagen. So, wir haben unsere Reisegeschwindigkeit auch wieder erreicht, 32. Genau so soll es sein. Und dann sind wir gleich in Augsburg. Wie gesagt, mit 230 ist das natürlich ein Katzensprung. So 40, 50 Kilometer von München-Pasing aus bis Augsburg. So, das müssen wir aber auch gleich langsam mal immer langsamer werden, weil 9 Kilometer noch. Ah ja, die LZB reagiert. Sehr, sehr schön. Ist auch wieder ein Szenario aus dem Creators Club, wie gesagt schon. Was mir allerdings hier negativ auffällt an diesem Szenario, der zu wenige Verkehr.
Wir hatten bis jetzt ein paar Quietschis, die uns da begegnet sind, aber ansonsten ist sie noch nichts rumgefahren. Finde ich persönlich schade, hätte man mehr draus machen können, aber an sich ein schönes Szenario, aber wie gesagt, zu wenig Kettenverkehr. Jedenfalls für meine Begriffe. Ja. Das ist meine Meinung dazu. Na gut, da kommt der erste Fernverkehrszug. Ach, auch in einer. Sehr schön. Ja gut, wir hatten noch den Dreier in München, der uns da begegnet ist, aber sonst ist das wirklich ein bisschen wenig gewesen. So, das dürfte Augsburg-Hornstädter Straße, Hochzoll und sowas alles sein, wo wir jetzt hier dran vorbeifahren. Fahren immer noch 150. Das wird sich aber gleich ändern, wie ihr seht. Das fahre ich mal wieder mit HUD an. Wenn wir nämlich jetzt die LCP-Zentrum haben. Das heißt, ich werde schnell bremsen. Mal auf 0 stellen. Wieder. Sie irgendwie bremst er zu schnell der Zug, weiß ich nicht. Also das ist nur meine Meinung. Und der bremst ein bisschen zu hastig, zu heftig. Kommt übrigens ein RE. Der bremst mir ein bisschen zu hastig. Aber ja. So, jetzt sind wir wieder unter PCB-Beeinflussung. Güterzug. Hier steht ein Dreier, sehr, sehr nice. Thank you.
So, dann schleichen wir schön in den, an den Hauptbahnhof. Oder in den Hauptbahnhof rein. Ey, du sollst hochkommen, ey. Du sollst Ja, hochkommen. Luca. So, da sind wir dann jetzt in Augsburg. Entschuldigt bitte gerade die Unterbrechung. Mein Sohn kam rein. Ja, kann man leider nichts machen. Nichtsdestotrotz werde ich das jetzt hier an dieser Stelle auch beenden. Wir sind ja eh angekommen. So, öffnen hier die Türen. War vielleicht nicht das allerbeste Video von mir, aber ich hoffe, ihr könnt mir einigermaßen verzeihen. Da sind wir angekommen in Augsburg. Das ist die Hauptsache. Wenn euch dieses Video auf jeden Fall gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, was wäre das jetzt? Ja, der Dreier fällt ab. Das ist auf jeden Fall Augsburg. Dort steht noch ein Kran, ein Bagger. Da auch. Wir werden jetzt hier die Türen verriegeln dürfen müssen werden sollen. Und dann war es das hier wahrscheinlich auch. Diesem Szenario. Dann haben wir gebraucht 36 Minuten 43 Sekunden für eine gefahrene Distanz von 61,01 Kilometer. Ich hoffe, dieses Szenario hat euch gefallen mit dem ICE1 in München, auf der Strecke München-Augsburg. Wie gesagt, es gab mit Sicherheit schon bessere Videos von mir. Ich bin heute irgendwie nicht richtig gut drauf, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bye. Bye.